Das hat ein schönes Format. Kann man einstecken, kann man mitnehmen. So, ne? Wenn ich reinblättere, bin ich ganz froh, alten Bekannten wieder zu begegnen. Oh, in Leipzig. Man kann natürlich nach Amerika fliegen oder ich mache mal hier irgendwas auf und mal sehen, was ich finde. Ich glaube auch, ein bisschen ist der Grund für dieses Buch nicht nur die Sammlungen und nicht nur die Kunst, die da drin ist, sondern einfach die Menschen, die sich damit beschäftigen. Sodass man überall auf der Welt Gleichgesinnte findet, Freunde, von denen man gar nicht gewusst hat, dass die existieren. Also Kunst ist ja auch eine Vermittlungsebene zwischen Menschen. Es ist keine abstrakte Funktion zu sammeln. Einmal lernen die Sammler, wenn sie sammeln, etwas über sich. Was, in welches Verhältnis sie sich setzen. Ein wahrer Sammler ist jemand, der sich begeistert für eine Sache. Und wenn er das über das Erwerben nachdenkt, wie Jäger und Sammler so sind, dann auch wirklich in Wallung gerät. Genauso wie ich, wenn ich vor einer Arbeit stehe.